Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in EU4. Ich hoffe, die Regeldiskussionen finden jetzt demnächst mal ein Ende. Ich habe extra einen General genommen mit sehr viel Manöver, um hier da oben den Spanier auszumanövrieren, weswegen ich jetzt auch gleich wieder zu Tobi hochgehe. Tobi, ich greife den jetzt instant an und du kommst hinterher. Da kommt ja, wenn ich nah genug dran bin. 27.000, ja. Weißt du, wie du Truppen rauslässt aus einer Burg? Ich renn drauf schon. Könnte ich auch. Du kannst auf die Provinz gehen und dann gibt es irgendwo so neben diesem Moralbalken, kannst du Ausfall aus Belagerung machen. Ja, okay, never mind. Alles egal, jetzt hab's gerade gemacht. Ja, das hätte ich nicht. Das kostet militärische Power. Das machst du nur, wenn eine Schlacht kurz vorm Verlust ist. Okay, ich. Ja, ich zieh mich jetzt zurück, Tobi. Das machst du da oben alleine, weil sonst wird's unfair. 20.000 Schweden gestackwiped. Ja, das ist halt Manöver 6, ne? Das ist halt. Also, okay, wie sieht's in Europa aus? Viel Krieg sehe ich. Norditalien ist ein reines Festungsland. Ich gehe da sicherlich hin. Ja, doch, ich helfe dir. Ja, dann komm mal, weil Rom wird gerade belagert von den Toskanesen. Ja, aber Rom ist halt Rom, ne? So, nächste. Welche Nation spielst du, Wüsti? Ich spiele Venedig. Nein, er hat also nicht Rom. Ich weiß, ihm gehört nicht Rom. Also, ich werde nichts sagen, aber unser. Aber bald. Unser Warscore ist bei minus 10%. Ja, alles ist halt. Und anfangs, die einzig gewonnene Schlachten. Okay, doch, wir haben drei Schlachten gewonnen. Heiko, weißt ja. Du hilfst mir doch nach dem Religionskrieg dann nach ein paar Jahren wieder gegen die Toskana, oder? Nee, ich kümmere mich da schon um mein eigenes Zeug. Was ist dein eigenes Zeug? Ich brauche auch mal. RIP, Alter, RIP. Ah. Wobei. Du hast auch einen. Nee, mein Verbündeter hat einen fetten General. Ich hab mal eine Frage. 13. Krieg ist Belagerungswarscore oder Schlachtenwar? Hä, hey, was willst du von mir? Oh, oder im Elsass eine riesige Schlacht. Was März, Spanien. Was März, ey. Weiß ich nicht, aber ich will in diese riesen Schlacht da rein. Wieso verlieren wir die? Nein! Na toll, jetzt hab ich auch noch die Pest in meinem Land. Willst du vielleicht mal mit deinen Truppen helfen? Wo? Da sind überall riesen Schlachten und du schickst deine Truppen da nicht rein. Ja. Deine 40.000 Mann. Die könnten einen Unterschied machen, Wüstenfuchs. Genau. Okay, soll ich jetzt gegen die Franzosen marschieren? Ja, wir hätten da vielleicht dagegen marschieren müssen, als alle anderen es auch getan haben. Nicht alle. Das ist genauso die Spiellogik. Wir schicken alles in Wellen, nicht in einer Schlacht. Nicht in einer Armee. Wüstenfuchs, du rennst da jetzt irgendwo. Schließ eine meiner Armeen bei dir an, so jetzt hast du eine riesen Armee, mach was draus. Weil ich muss ein bisschen micron. Wo hast du angeschlossen? Du hast sie nicht angeschlossen, Alko. Wo? Oh, warte. Der verpisst sich zu euch, der Schwede. Ah, warte mal. Wieso zieht meine Armee sich? Hey doch, ich hab sie angeschlossen. Nein, ich hab sie nicht bei dir angeschlossen, ich hab sie bei Salzburg angeschlossen. Bleib stehen. Der Schwede verzieht sich zu mir. Ja, also geht halt über Dänemark runter. Achso, ja, das ist in Ordnung, damit habe ich ja gerechnet. Okay, du bleibst in Ravensburg stehen. Ich weiß übrigens, bevor die Leute jetzt rumheulen, ich weiß, dass es sehr dumm ist, eine Riesenarmee zu haben. Aber es ist auch dumm, wenn ich Truppen habe, die wir jetzt nicht effektiv nutzen können. So, jetzt habe ich hier 28.000. Heiko, wer spielt jetzt eigentlich den Spanier? KI, glaube ich, oder? Hä, mein Kaiser Friesland schloss Frieden mit der Toskana, scheiße. Ja, Wüschfuchs, wir verlieren den Krieg, gell? So, jetzt ist meine Armee an deine angeschlossen. Jetzt gegen Krieg damit. Hopp, 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 hopp. Ihr sagt uns nicht, dass ihr den Krieg verliert. Ja, weil wir halt irgendwie 40.000 Truppen von mir haben und 40.000 Truppen vom Venedig-Typ, die halt nichts machen, stand jetzt. Und daran bin ich auch ein bisschen selber schuld, natürlich. Venedig marschiert jetzt mit 60.000 Mann in Europa. Wüschfuchs, da gibt's keine größere Schlacht. Bei Troyes. Da rein. Ah, sehr gut, ich komme da auch. Französische Ideen sind halt noch immer OP. Aber wir kommen mit mehr Truppen. Ja? Was meinst du? Komm, wenn ich reinkomme, sind wir von die 200.000, Mann. Wie, es gibt bloß 3% Kriegsding.
Ich bin lieber bei Hearts of Iron, das ist mir zu bunt euch im Wahnsinn. Es ist tatsächlich unfassbar unübersichtlich in so einem großen. Ich will Baden besetzen, oh Mann. Egal. Der alte Schwabentrieb. Ja. Dann besetzen wir in Frankfurt, das ist zwar nicht ganz so schön, aber auch okay. Und Rostock. Wäre doch auch zu Baden. Alter, wie die Toskana die ganze Zeit die Länder einzeln rausboxt. Egal, er boxt die kleinen Länder raus, das kann er von mir aus machen. Ist das nicht eh so eine Grundregel bei Heiko, ihn immer die Nachschubos überlassen und ihn immer die Age-Sachen überlassen? Weiß nicht, was du meinst. Also, da sieht man mal wieder, was für Bullshit-Laberer das sind, ne? So, total. Kann Tobi sich vielleicht doch mal aktiv in den Krieg einmischen sonst? Ja, mal so. Nicht der Schwarz für uns, Heiko. Wäre der Spanier jetzt nicht dabei, hätte ich noch ein größeres Problem. Wir haben da 122.000 Mann stehen. Was soll da jetzt passieren? Die haben wir dann aber nicht mehr stehen. Die sind schon lange wieder abgezogen. Ja, Tobi, belage mal ein bisschen in Schweden. So in deinem Grenzgebiet. Ja. Ich schicke jetzt auch nochmal 20.000 Truppen mehr mit. Okay, ich korrigiere. 33.000 Truppen. Er hat einen viel besseren General als ich. Das ist mir halt ein bisschen ein Problem. Ja, wenn du, aber wenn du... Ich kann dir einen Mann schicken mit einem guten General. Warte mal, wie viel? Wenn du deutlich überlegen bist mit deinen Truppen... Ich kann noch einen General würfeln. Na, hoffen wir jetzt aufs Beste. Ansonsten, das kann ich auch machen. Ich habe 2-Sterne-General, den schicke ich dir hoch, den schließe ich dann an und danach schön den Schlacht nochmal meinen General. 90.000 Franzosen und 50.000 Engländer. Oh Gott, wir sollten uns evakuieren, Heiko. Ich kann jederzeit, ich habe nochmal ein paar Mann. Okay, das sind 30.000. Ja, gut, dann schick hier alles in den Westen. Aber ich belagere damit gerade Frankfurt. Ja, ich komme aber. Ich helfe dann. Bleib aber außerhalb noch so ein bisschen. Ja, ich empfehle dich. Okay, Baden ist gefallen. Okay, wir kommen. Meine revolutionären Protestanten bekämpfen die sächsische Armee. Echt jetzt? Das ist cool. Ja. Das ist so. Wir sind Protestanten. Wir hauen euch aus dem Bauch. Alter, guckt dir das an, die Schlacht. Diese Schlacht, aus. Alter, das ist krank. Wo sind wir hier im zweiten? Lol, ja, okay, jetzt kommen nochmal 50.000, 56.000 Böhmer. Ja, mit Böhmen. Also bei mir kommen auch noch Truppen, aber die sind ziemlich weit weg. Ja, wer von uns hat einen 3-Sterne-General? Der Österreicher. Okay, ja, das ist hier krass. Das gewinnt ihr, ihr habt den besseren General und mehr Truppen. Also, wisst ihr, wenn es der Zweite Weltkrieg wäre, dann könnte ich damit, was ihr da spielt, was anfangen. Aber so würde ich raus. Ja, ich habe übrigens langsam sicher mal verstanden, was die Feinde sind. Das sind die mit dem Roten hinter der Zahl. Kein Witz, das ist... Also, kannst du dich an mich anschließen? Oh ja, sorry. Oder ich muss mich an dich anschließen. Nee. Du musst Anschlusszahlen Anschluss erlauben. Hast du es gemacht? Ja, ist an. Oh Gott, wir verlieren die Schlacht noch, Heiko. Wie? Oder wobei, nein, wenn du den Truppen rechtzeitig kommst. Hast du dran? Alles hängt von dir ab, Heiko. Ja, meine Truppen sind gleich da. 16.000. Polen machen es aus. Das ist die Belagerung von Wien 2.0. Du kannst... Ah ne, kannst du nicht. Scheiße. Okay, es kommt jetzt auf jeden Wurf an. Ah, ihr verliert die, oder? Nächster Wurf wird entscheidend. 9 habt ihr? Ne, wir haben 1, die haben 5. Scheiße. Ja, 6 und die haben 3. Ich kann aber schon mal ziemlich sicher sagen, dass wir... Ja! Boah! 67.000 Infanterie haben wir verloren, 23.000 Kavallerie, 18.000 Artillerie, der Feind 71.000 Infanterie, 20.000 Kavallerie, 14.000 Artillerie. Alter, das ist Waterloo 2.0 gewesen, oder? Alter, ja, das war jetzt aber deadly für alles. So, ich mach mal meine Armee hier weg und belagere uns selber. Wo haben wir die 6 Kriegspunkte? 6 Kriegspunkte sind in EU4 richtig krass. Ja, du musst überlegen, das sind ja Prozent. Ja, 6%. Also von 100. Hey, 80.000 Toskana oder? Okay. Verbündeten 80.000 sind noch immer in Norditalien. Ich glaube, die wollen jetzt nicht belagern gehen. Halt. Ich glaube, Arabien holt sich gerade Österreich, wie es ausschaut. So als Frage.
Okay, puh. Da war schon wieder 70.000 Franzosen. Ja, ich behalte meine Truppen natürlich in deiner Nähe. Ja, halt so, was können wir dir vom Papst gönnen? Gibt's hier irgendwas wie Recovery oder so? Regeneration, Rekrutenreserve plus 15%, sehr gut. Ja? Ist es normal, dass ich glaube ich Arabien gleich einfällt? Oh, ich bin Papst, Heiko! Was ist normal? Dass Arabien, glaube ich, in Österreich einfällt. Eigentlich nicht, nee. Weil ich glaube, das würde nochmal ein Problem werden. Ja, Arabien und Marokko haben Österreich den Krieg erklärt. Das sind beide bei Spieler. Also. Ja. Ah. Könnt ihr dem Arabien-Spieler sagen, dass er sich nicht im 30-jährigen Krieg einmischen soll? Boah, du rauschst. Sind dabei. Ohne Ende. Also am besten weiße Frieden, so einen großen Krieg vielleicht absprechen in Zukunft. Weil, ah ja, es gibt eine Regel, österreichischen Krieg, das ist absolut obvious, er darf diesen Krieg nicht führen. Es war eigentlich so, dass... Oh, der 30-jährige Krieg ist vorbei. Wir haben das als Admins erstmal zugelassen, damit das Kräfteverhältnis im 30-jährigen Krieg ein bisschen besser ist. Okay, wieso genau ist der 30-jährige Krieg jetzt vorbei? Ist ja halt auch noch ein Krieg mit Österreich, wir sind gerade dabei ihm zu sagen, dass er... Nee, wir haben gewonnen. ...nicht gegen Österreich kämpfen soll. Ja, dann. Also, katholisches Kaiserreich, Effekt minus, wieso genau wurde da jetzt Frieden geschlossen? Er macht da jetzt ein Kreuz. Entscheidender Sieg. Okay, Moment, welche Seite sind wir? Wir haben eindeutig mehr Schiffe verloren und mehr Truppen, aber wir haben auch mehr Truppen. Und ihr seid die Linke, Heiko. Ja, ich weiß. Das heißt, können wir den Handel wieder schützen. Okay. Nice, das kommt gerade rechtzeitig hier. Warte mal kurz. Lass es mit Arabien, das passt. Und zwar dann, wenn Wüstenfuchs jetzt einen Kreuzzug ausrufen kann. Wüstenfuchs, Arabien ist unrechtmäßig in Ding einmarschiert in Österreich. Kannst du einen Kreuzzug gegen die ausrufen? Das mit Arabien war die Idee zwecks in AE Spanien. Ach so, okay, aber trotzdem. Aber ich, ich wollte ja auch sagen, dass ich auf Spanien beschränkt, aber dann passt das jetzt. Hallo? Hallo? Wüschfuchs, Kreuzzug gegen Arabien, schnell. Spanien ist nochmal der katholischen Seite getrunken, deswegen. Weil noch irgendein anderer Kreuzzug am Laufen ist. Weicher. Gegen Osman. Scheiße. Und der läuft erst in 14 Jahren ab. Kacke. Okay, wir können keinen Kreuzzug gegen Arabien erklären. Arabien soll sich mäßig verhalten. Von mir aus können sie den Österreicher schon besiegen, aber sie sollen nicht so viel fordern. Okay. Und vor allem sollen sie jetzt nicht irgendwie riesige Ländereien freilassen, sondern sollen sie lieber zwei Provinzen nehmen oder so. Ja. Okay, ich habe Arabien erlaubt, dass sie den Österreicher ein bisschen zerstören dürfen, weil der ist ja schon ziemlich mächtig. Was? Ja, sonst ist es unfair, wenn wir da später voll auf den drauf rennen. Okay. Ich habe mir den Krieg jetzt irgendwie epischer vorgestellt. Ich habe mir länger vorgestellt. Ja. der war halt recht kurz. Der hat auch jetzt keine 30 Jahre gedauert. Das würde ich mich gerade fragen. Heißt ja nicht 30-jähriger Krieg, dann müsste doch auch 30 Jahre gehen, oder? Na, es ist Religionskrieg. Ich habe keine Machtpunkte mehr. Ich muss irgendwie den Krieg erklären. Österreich. Sollen wir mal Alina fragen, wie sie den Krieg erlebt hat? Die hat den gar nicht mitbekommen, wenn ich. Du solltest, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was der eine da geschrieben hat, sollst du sogar Österreich befreien. Mal kurze Frage, weiß jemand, wie man die Bedingungen des Krieges nachlesen kann, also des Friedens? Kurze Frage, weiß einer von euch, was in dem Frieden vom 30-jährigen Krieg eigentlich ausgehandelt wurde? Heiko? Ja. In der History müsstest du es nachschauen können. Wuhu, ich kann meine Autonomie um 0,05 setzen. Wenn ich gesehen habe, habt ihr die katholische Vorherrschaft errungen. Ah, okay, sonst nichts, oder wie? Ja, ich glaube, Österreich hat okay, das reicht, ja. Druck gesetzt, dass sie Katholiken werden. Ich glaube, es gibt halt diese katholische... LOL, tatsächlich, guck dir mal die... Nee, warte mal, das ganze Reich ist protestantisch. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt die Katholiken die offiziell Glaube des Reichs sind. Ein Nicht-Katholike kann nicht mehr Kaiser werden. Ja, ich weiß, das ist ganz cool. Oder Reichsfürst. Kann übrigens religiöse Einheit erzwingen. Und damit im Reich einmarschieren. Ich werde nämlich auch noch Krieg gegen Österreicher führen müssen, zwangsläufig, weil ich bin von Haus aus Feind des Reichs.
Jetzt was passiert? Ja, und zwar haben wir Katholiken jetzt Boni und es kann nur noch katholischer Herrscher, Kaiser werden und deswegen zu wenig Kurfürsten. Bevor wir hier in Österreich mal einmal schauen, könnten wir kurz die Toskana davor haben, bis sie stutzen. Nee, jetzt, der hat ja gemacht, was ich gesagt habe. Ich kann ihn nicht drohen und dann... aber ich meine, ich würde ihn halt trotzdem gerne mal angreifen. Sind die 2 Jahre schon rum? Oder und da Österreich gerade vom... wobei der Österreicher besiegt gerade den... Ja, das ist mir auch aufgefallen. By the way, der Österreicher... Spanier, oh nein, ich habe jetzt einen ewig langen Frieden mit dem Osmanischen Reich. Schon nervig. Das Osmanische Reich hat noch eine Provinz. Für mal da hinten Krieg. Ah, nee, da auf der Krim noch. So, Moment, wenn man einfach Krieg erklärt und dann bemerkt, dass die Truppen ja noch am anderen Ende des eigenen Landes stehen und ich da drüben keine Festung habe. Ups, ja, okay, das könnte wirklich zum Problem werden. Notfalls rufe ich wischen. Also, es ist no guy. Ja, schon, aber ich habe keine Lust, dass die durch mein Land rennen und Sachen belagern. Da kriege ich da am Ende irgendwie, keine Ahnung, Aufstände, Unruhen, dann habe ich die ganze Zeit Rebellen und auf sowas mag ich. Und Heiko, du kannst mich gerne in den Krieg reinrufen, ich glaube, du meintest Tobi. Achso, ja, euch verwechsel ich heute schon im laufenden Band, kann das sein? Das kann gut sein. Du verwechselst uns immer wieder, was ich nicht ganz verstehe, weil Tobi und ich jetzt nicht unbedingt die ähnlichsten Persönlichkeiten haben. Nee, aber ihr seid um mich rum. Boah, ganz ehrlich, Arabien verliert den Krieg gegen Österreich, wenn die so weitermachen. Die verlieren den Krieg gerade gegen Österreich. Ja. Echt jetzt? Ja, weil halt nochmal die, weil er noch den Spaniern mit dem Krieg erklärt hat und den Böhmern. Ja, und gut. Da die verlieren halt gegen die überlegene Technologie da. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht, weil ich Tech... Ja, aber die haben auch plus 16, also ein Tick mehr, das ist ja, jetzt nicht aber so schlimm. Keine Ahnung, ich habe gerade auf jeden Fall gesehen, wie die arabische Armee gesteckt wurde. Nein, okay. Ich halt gerade auf der Ende aber die arabische Armee wurde gerade zerschmettert. In der offenen Feldschlacht. Ich kann noch ein paar Kulturen fordern. Wie kriege ich meine Diplo-Punkte los? Außer für Entwicklung? Das habe ich schon mal gefragt, genau die Frage, glaube ich. Ah, ich könnte eine diplomatische, ich könnte ein Händler mehr holen. Genau, so. User joined your channel. Hallo Alina, und wie hast du den Krieg so erlebt? Welche Krieg? Meine Handelswege wurden blockiert. Oh nein, du armes Mädchen, die ganze Welt ist im Krieg, es gibt 500.000 Tote auf beiden Seiten und deine Handelswege wurden blockiert. Ja, ich habe viel weniger Geld eingenommen als sonst. Das war traurig. Mein Beileid. Danke. Tobi, können wir Liefland einnehmen? Ja, das können wir jetzt machen. Oh, Alina bekommt langsam Bluetooth. Ja, die versteht das Spiel langsam. Die kann ich annektieren, die kann ich so diplomatisch annektieren. Oh, echt? Oh. Hallo Clay. Ja, wunderschönen guten Abend. Oh. Ach, mein liebster Österreicher. Das ist ja auch nicht schwer. Heiko, so freust du dich nie, wenn du mich siehst. Oha, das stimmt gar nicht. Ich freue mich aber den ganzen doch. Tag. Jetzt fühle ich mich gekränkt. Wie geht's, wie steht's bei euch? Alles gut? Ja, wir haben gerade einen 30-jährigen Krieg gewonnen. Nachdem ich den Leuten damit gedroht habe, sie. Also, ich habe sehr viel drohen müssen. Oh je. Ja, das war doch damals auch so. Bist du der beim letzten Mal den HF4-Stream angesagt hat? Oder beim vorletzten Mal? Ich hab nichts angesagt. Angeblich. Oh ja, und der hat auch stattgefunden, nur es kam keiner. Da war ich dann alleine um 18 Uhr im TS. Hab dann meinen Livestream veranstaltet, halt alleine ohne aufzunehmen. Und irgendwie. Okay, wenn man sich Toskana so anschaut, könnt ihr vielleicht einmal drüber gucken, wie die Machtverhältnisse sind, dass wir vielleicht Toskana irgendwie ein Bündnis mit einer Großmacht zulassen oder so. Aber was bei mir passiert ist, ich bin jetzt endlich beruhigt, dass der 30-jährige Krieg vorbei ist. Der 3 Jahre gedauert hat. Ich dachte, der ist schon seit 70 Jahren vorbei. Ja, nee, also tatsächlich wäre der jetzt ja erst, also rein historisch, aber... ja, Portugal und Toskana haben doch, glaube ich, gerade ein Bündnis geschlossen. Achso, okay, schon gut. Nee, also das Problem war, dass die Leute halt einfach diesen Krieg nicht starten wollten. Und der 30-jährige Krieg führte dazu, dass es Katholiken und Protestanten gibt. Und diese harte Aufteilung will ich eigentlich gar nicht. Und erst nach diesem Religionskrieg kann man die wieder so ein bisschen vermischen und irgendwie konnte man es jetzt halt nicht vermischen, weil dieser Krieg ja immer vor ihm hergeschoben wurde. Du wolltest keinen Protestanten als Kaiser, gib's Gott zu. Ja, das auch nicht.
Aber das will ich aus Gameplay, also Roleplay, Gameplay-technischen Gründen. Also als Polen möchte ich keine Wischgleibige, wie man so schön sagen, in Süddeutschland irgendwo haben. Wischgleibige. Als Host dieses Livestreams will ich nicht, dass wir die ganze Zeit nur rumchillen und nichts tun. Übrigens ist es richtig cool, wenn ich jetzt hier im Osten einmarschiere und ohne Ende Provinzen erober, weil die sind ziemlich billig, lassen sich ziemlich günstig konvertieren. Und ich habe so eine coole Sache, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Provinz konvertiere, kriege ich irgendwie Prestige und Papsteinfluss. Heiko? Ja. Wir sollten vielleicht wieder in den Schimmel wechseln. Ah, ja. Nehme ich mit? Ja, ich nehme uns alle mit. Was machen wir? User was moved to your channel. Wir sind im anderen Channel. Das machen wir. Und es soll jetzt was mal kurz durch. In dem Channel da oben konnte keiner rein. Achso. Du warst das Wochenende nicht in deiner Heimat, nicht wahr? Ja, ich war in gut. In NRW. Wolltest du es gerade sagen und hab's draufgekommen, dass es nicht so ist? Ja, aber es ist schon. Ich kann wieder mitreden. Ja, Maxi, hi. Wo warst du? Ich hab's jetzt nicht gehört. In Nordrhein-Westfalen. In der Nähe von Paderborn. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo zwischen NRW ist, so vom Gefühl. Ach so, ja, bei Köln irgendwo da. Das ist so ein unbedeutendes Stück. So am Rhein, oben in der Mitte, da beim Ruhrpott, da oben. Jetzt seid ihr nicht die Industrieschwächsten? Wir, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg kann nichts, sag ich. Baden-Württemberg ist eher so die Tabelle ist Bayern, NRW. Wirtschaftsmäßig ist tatsächlich NRW, Bayern, Baden-Württemberg, glaube ich. Aber NRW hat auch sehr viel mehr Einwohner, deswegen ist es schwer zu rechnen. Mit wem bin ich denn eigentlich sonst noch im Krieg? Ach so, mit denen da unten auch noch. Aber das ist durch den Krieg mit. Ich war in Berlin und da will ich nie wieder hin. Also ich war wieder in Berlin zum dritten Mal dieses Jahr, aber das ist ja schrecklich dort. Also es ist ja NRW, Bayern, Kein Mensch kann Auto fahren, die Radfahrer sind einfach nur behindert bis zum Umfallen. Und ein Freund von mir hat einen Fahrradfahrer angefahren. Ja. Heiko, Wüstenfuchs. Also es geht darum, um die Bündnisregel und das protestantische Bündnis, praktisch, wenn man es so nennen will, hat sich beschwert, dass Wüstenfuchs sein Bündnis auflösen soll wegen den Großmächten. Wem ist denn Wüstenfuchs alles verbündet? Zumal wir haben es ihm jetzt geschrieben, der Admin hat... Ach so, ja, gut, dass er mit Russland verbündet ist, macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau. Da wollten wir nur kurz... Ja, wieso seid ihr nicht bei einem Admin? Wir waren. Ne, der ist AFK gerade. Aber es gibt doch zwei Admins. Ja, der andere war auch nicht da oder so. Doch, sind also beide da. Nur für können wir es ja jetzt schnell klären, oder? Ja, gut. Aber geht zu Admins, nicht zu mir. Ja, normalerweise würden wir es nicht. Schreit die einfach an, so lange bis sie antworten. Wüstenfuchs direkt ist ja hier, darum wollten wir können wir es ja auch. Ja, also ist das dann in Ordnung. Ja, also das ist ja klar, das steht ja 1 zu 1 im Regel. Dankeschön. Heiko, schreibt mal Bundesland mit dem höchsten BIP pro Kopf. Bayern, würde ich sagen. Hamburg. Ah, lol, ja gut, oh Gott, natürlich Hamburg. Hier. Da kommt Bremen. Ja, natürlich, aber das ist ja auch unfair. Ja, da kommt Bayern und Baden-Württemberg. Vor allem, da ist es ja Umsatz, weißt du, geh mal auf Einkommen pro Kopf, da sieht es halt gleich wieder ganz anders aus. Ja. Wobei, da müsste Hamburg wahrscheinlich auch noch ziemlich weit oben sein. Aber Bremen, weiß ich, geh mal auf die Verschuldung pro Kopf. Da ist Bremen, Alter, die sind so Outer Space, Alter, die sind so irgendwo. So, Bayern hat irgendwie eine Verschuldung pro Kopf von 400 Euro oder so. Jedes andere Bundesland, ja, jedes andere Bundesland hat so 10.000 bis 30.000, dann kommt so Bremen so 80.000 pro Kopf oder so. Hast du gehört, dass Trump Grönland kaufen will, obwohl der gerade in den Schulden drin steckt bis zum Umfallen? Ja, Trump will Grönland kaufen. Aber wisst ihr was? Dänemark, aber es ist voll autonom. Genau, das haben sie schon in den 50er Jahren abgelegt. Und wisst ihr was? Die USA ist nie pleite, weil die USA ist in Dollar verschuldet. Du kannst in deiner eigenen Währung nicht pleite gehen. Ja. Also weil, du hast Inflation und dein Ding ist nichts mehr wert. Ja, Inflation, genau. Dann sinken deine Schulden ab. Dann machst du eine Währungsreform und dann geht es wieder. Aber solange dein Land. Eine Währungsreform machen. Ja, aber solange dein eigenes Land, deine Währung die Weltwährung ist, kannst du schlicht und ergreifend nicht so einfach pleite gehen. Beziehungsweise niemand wird zulassen, dass du bei Bankrott erklärst. Nein, Alina, du kannst aber anders hingehen, wenn es dich stört. Oh nein. Die Chinesen könnten aber Inflationsmäßig die Amerikaner umbringen. Alina, wir könnten Alina, da ist einer für dich, der meint, sind wir nicht alle Kinder von Mutter Erde? Warum ist der für mich? Heiko? Du hast aber schon mitbekommen, dass dich Alina zweimal im Chat Heiko's Gay genannt hat.
Was? Hey! Ach ja. Das mach ich doch immer! Und Heiko, mir ist doch deine Sache zu sagen wegen Schulden, ne? Also Bayern ist niedrigste pro Kopf mit 1372. Okay, ich hab mal was anderes. Okay. Und jetzt schätz mal, verschuldetste Land? Bremen. Bremen mit? Keine Ahnung, 70.000, 80.000. Ah, 32. Hä, was? Der Fug, Moment, das habe ich aber ganz anders gelesen. Also 65% pro Prozent des BIPs. Dein Part ist vorbei. Ja, ich weiß! Hau ab. Darf ich? Wollt ihr das nicht? Sag ich einfach kurz Stopp und dann geht's User weiter. In your channel was banned from the server. So. Wer wurde gerade gebannt? Timo. 32.000, wo habe ich denn? Ich habe eine Zahl gelesen, die war knapp an 100.000. Also, es ist jetzt Wikipedia. Ja, ja, ich habe ja auch Statista und da steht es ja auch richtig. 100.000 pro Kopf kostet uns der BER täglich. Vielleicht deswegen. Okay. Nein, also Statista hat auch Bremen pro Kopf, 32.000. Ich habe gehört, das geht eigentlich schon. Da ist nur mit Gas und Stromleitungen. Darf ich das. Wir können jetzt hier mit Gas und Stromleitungen brauchen. Hä, wo habe ich dann die Zahlen? Aber die waren viel. Warte, viel. Moment, ich habe hier historische Zahlen. Gleich geht's weiter. Welches Land? Ich mir scheißegal, welches Land. Ich will einfach nur die Zahlen hier sehen. Vielen Dank. Alter, Sachsen ist laut Statista das mit dem wenigsten pro Kopf. Was? Okay, dann habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich komplett falsche Daten gehabt. Also 1025 Euro. Gut, ja. Kriegen unser Geld. Wie lange brauchst du noch? Gut. Vor 10 Jahren, gut, zwei Jahre. Gut, in dem Fall habe ich Scheiße erzählt, was die Verschuldung betrifft und habe keine Ahnung, weil ich die Zahlen habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Normalerweise, bevor ich irgendwas behaupte, gucke ich immer nochmal nebenher nach, aber habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Das ist mir jetzt sehr peinlich, aber gut. Dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat für alle Zuschauer auf YouTube. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. So.